Hi, hier ist dein Pastor Daniel. Heute mit dem Thema Das Geheimnis des Heiligen Geistes. Bleib dabei und entdecke die Wahrheit über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Heute wollen wir auch gemeinsam die Frage klären, wie kannst du zu 100% vom Heiligen Geist erfüllt werden. Vor einigen Jahren, schon ein bisschen länger her, da habe ich endlich meinen Führerschein bekommen. Ich war ganz stolz, die erste Fahrt mit dem Auto von Mama dort zu fahren ja, naja, früher bin ich nicht mal so ganz gehorsam gefahren. Ich war ein junger, wilder Kerl ohne Gott unterwegs. Und ich weiß noch, da war ich mit dem Auto von Mama wieder unterwegs. Und wir haben dort, meine Schwester und ich, eine Freundin nach Hause gebracht. Und ich habe sie dort dann direkt vor ihrer Haustür aus dem Auto gelassen. Sie, die Freundin, stand noch hinter dem Auto. Ich bin dann rückwärts gefahren, habe sie übersehen und bin dann so über ihren Fuß teils gefahren, über ihren Schuh. Vor Schmerzen hat sie aufgeschrien: Aua! Und dann schockiert bin ich nochmal vorwärts gefahren. Ich glaube, ich habe sie wieder so ein bisschen über den Schuh äh, dort angefahren. Und das tat mir so unwahrscheinlich leid, dass ich dieses arme Mädchen da übersehen habe. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber dieses Mädchen war natürlich stinksauer auf mich, hatte Schmerzen. Und ich habe dann was getan. Ich habe dann gesagt, es tut mir so von Herzen leid. Kannst du mir verzeihen? Kannst du mir vergeben? Könntest du mir vergeben, wenn ich über deinen Fuß fahren würde? Was meinst du? Gibt es irgendetwas, was du nicht vergeben könntest? Gibt es irgendeine Tat, die so schrecklich ist, dass du sagst, ich kann äh, das nicht einfach verzeihen? Was wäre mit einem Massenmörder, wenn er es aufrichtig bereuen würde, aber er tatsächlich deine ganze Familie außer dich ausgerottet hätte? Könntest du diesem Menschen vergeben? Was ist mit Entführern, die deine Familie einfach mitnehmen? Könntest du einem Menschen vergeben, der deine Frau, deine Kinder missbraucht hat? Wie schlimm muss eine Sünde sein, dass du sie nicht verzeihen kannst? Stellen wir uns diese Frage einmal anders. Wie grausam muss ein Vergehen sein, das selbst Gott nicht vergeben kann? Vergibt Gott nicht jede Sünde? Die Bibel sagt, es gibt eine Sünde, die unser himmlischer Vater nicht verzeihen kann. Welche Sünde ist das? Und wir nennen diese Sünde auch die unvergebbare Sünde oder die Sünde gegen den Heiligen Geist. Heute wollen wir uns gemeinsam diese Wahrheit über die Sünde gegen den Heiligen Geist näher anschauen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich selber gedacht, hmm, ich bin so weit, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist, diese unvergebbare Sünde auf mich geworfen. Es ist zu spät für mich, ich, ich kann nicht mal zurück, Gott wird mir nie wieder vergeben. Es war eine Zeit, da war ich so um die 18, 19 Jahre alt. Ich hatte mit Süchten Probleme, ich war in kaputten Beziehungen gefangen. Und ich dachte, der Zug ist für mich abgefahren. Gott kann mir nicht mehr vergeben. Ich bin so ein schlimmer Mensch. Kennst du dieses Gefühl? Hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt? Gott, du bist so weit weg. Ich bin so böse und ich habe mich so sehr von dir entfernt. Kannst du mir noch vergeben? Was ist die unvergebbare Sünde? Was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist? Viele von uns fragen sich, habe ich die Sünde schon getan? Bin ich so weit? Heute wollen wir uns die Bibel näher anschauen und diese Frage beantworten. Was sagt das Wort Gottes über die unvergebbare Sünde? Ist es Mord? Es gibt einige Menschen, die behaupten, wenn du ein Menschenleben auslöscht, dann, naja, ist es so weit, dass du eigentlich kein zurück mehr bekommst oder keine, keine, keine vergebung mehr von gott bekommst denken wir hier an einen kurzen moment an mose mose war der kronprinz von ägypten er sah dann wie ein ägypter einen israeliten erschlug und dann mose kam einfach dazwischen hat diesen ägypter ermordet als das verbrechen von mose entdeckt wurde versteckte er sich für wie viele jahre in der wüste. 40 ganze Jahre. Wie hat Mose sich da wahrscheinlich gefühlt? Da ist er fünf Jahre, zehn, 20 Jahre in der Wüste und er fragt sich: Gott hat mich vergessen, Gott hat mich vielleicht verlassen. Ich habe hab den Plan Gottes verwirkt und ich werde nie wieder da sein, wo Gott mich haben wollte. Aber Gott hatte Mose nicht vergessen, verlassen. Gott war immer noch der Gleiche. Er ist liebevoll Mose in der Wüste begegnet. Er hat Mose wieder aufgerichtet und er hat Mose befähigt, das Volk Israel aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft zu führen. Wieder bis in das gelobte Land. Mose wurde der mächtige Mann Gottes. Er hielt die zehn Gebote. Und hier sehen wir, Mord ist tatsächlich nicht die unvergebbare Sünde. Mose wurde schließlich in den Himmel aufgenommen und als und Mut brauchte, erschien Mose auf dem Berg der Verklärung. Vielleicht bist du auch einige Jahre in der Wüste umhergeirrt. Vielleicht bist du gerade jetzt in der Wüste gefangen. Fünf Jahre, zehn Jahre, und da war diese eine schlimme Tat in meinem Leben, die schon weit zurückliegt. Und du fragst dich, hat Gott noch einen Plan für mich? Ist Gott noch da? Liebt er mich noch? Mein Freund, gib nicht auf. Gott ging Mose hinterher, er geht auch dir hinterher. Jemand fragt, ist die unverzeihbare Sünde vielleicht Lüge oder Betrug? Vielleicht hat da jemand seinen Ehepartner betrogen, hatte eine Affäre, ist das die unvergebbare Sünde? Denken wir an Jakob. Jakob gab vor, Esau zu sein, und er betrug seinen eigenen Vater. Er raubte seinem Bruder das Erstgeburtsrecht und floh vor dem Zorn seines Bruders. Sünde führt zu Schuld. Und wenn wir uns schuldig führen, dann hauen wir ab. Damals bin ich auch abgehauen. Ich war noch ein kleiner Junge. Und der Nachbarsjunge hatte mich verführt, die Vorbeifahrenden Autos mit Steinen zu bewerfen. Ich dachte mir, naja, ich mache mal mit. Ist schon lustig, mal so ein bisschen zu gucken, ob wir denn wirklich die Autos auch treffen. Und tatsächlich, dann fuhr ein Auto vorbei und unsere Steine haben das Auto beschädigt. Ich glaube, das war keine große Geschichte, aber der Autofahrer war ziemlich wütend, zornig. Er hielt dann sofort an, ist dann aus dem Auto gerannt und wir voller Schuld, Scham und Angst sind abgehauen. Schuld führt zu einer Flucht. Wir rennen weg. Jakob war auf der Flucht. Und in diesem Moment ist Gott wieder da. Er geht uns Menschen hinterher, wenn wir auf der Flucht sind. Jakob bat um Vergebung. Und hier haben wir diese wunderbare Verheißung aus 1. Mose 28, Vers 15. Und ich liebe diese Worte, denn hier sehen wir den Charakter Gottes. Und siehe, sagt Gott, ich bin mit dir und will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Denn ich will dich nicht verlassen. Ja, wir entfernen uns von unserem Gott, aber Gott nicht. Wir hauen ab, wir rennen einfach weg, aber Gott geht uns hinterher. Er liebt uns. Er ist immer da. Und wenn wir umkehren, ist er sofort bereit, uns zu vergeben. Mord, Lüge oder Betrug, das ist nicht die unvergebbare Sünde. Jemand sagt, ist vielleicht die unvergebbare Sünde, bedeutet es, Jesus zu verleugnen. Denken wir an Petrus. Er hatte doch selber gesagt, wenn alle dich verlassen, Jesus, ich werde niemals weggehen. Ich bin sogar bereit für dich zu sterben, Jesus. Und Jesus antwortete, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Dann kam dieser Moment, Petrus fluchte und er verleugnete Jesus Christus öffentlich. Und in diesem Moment schaute Jesus ihn ganz persönlich an. Und er ging dem Petrus hinterher. Petrus verließ diese diesen Ort und er weinte bitterlich. Jesus Christus betete für ihn und er wusste, dass sein Glaube nicht aufhören wird. Ja, Petrus zeigte Reue, Umkehr und dann sehen wir später einen veränderten Petrus, der machtvoll das Wort Gottes predigt und da bekehren sich über 3000 Menschen zu Pfingsten. Was ist die unvergebbare Sünde? Ist es vielleicht bedeutet es vielleicht die Existenz Gottes zu leugnen und sein Volk zu verfolgen? Schauen wir uns einmal Saulus an, Paulus, den großen Christenverfolger. Er hatte Spaß daran, das Volk Gottes auszumerzen. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, als er wieder unterwegs war, um Christen zu töten, sie aufzufinden, da erschien in er Jesus Christus in einem hellen Licht. Und ich finde das spannend, schon wieder sehen wir, ein Mensch sündigt und Gott geht ihm hinterher. Und Jesus sagt, weißt du, du verfolgst mich, kehre um. Paulus verstand die Liebe Gottes. Er bereute seine Fehler. Er erlebte eine Bekehrung und war jetzt ein Heidenapostel. Jemand, der die Welt bewegte mit dem Evangelium. Vielleicht hast du die Kinder Gottes verfolgt und sie auch getötet. Aber gib nicht auf, Jesus hat immer noch einen Plan für dich. Da gibt es diese Geschichte vom kubanischen Richter in Miami in den USA. Kuba ist ungefähr 150 Kilometer von Miami entfernt. Und oft siedeln Kubaner nach Miami. Dieser Richter war ein Flüchtling aus Kuba. Sein Name war Hector Alvarez. Dieser Richter, der Flüchtling, wanderte ziellos durch die Straßen von Miami. Da fand ihn der Sohn eines adventistischen Pastors, beziehungsweise gabelte ihn auf und er sagte dann: Ja, dieser Sohn, kommen Sie doch mal mit, ähm, wir. Wir können Ihnen ein bisschen helfen, vielleicht hier Fuß zu fassen in der Stadt. Vielleicht haben Sie ein bisschen Hunger. Sie können auch heute Mittag bei uns zu Hause essen. Und tatsächlich ging der kubanische Richter, der Flüchtling, mit zu dem Adventisten und saß dort zu Tisch bei dem adventistischen Prediger. Sie, die beiden kamen ins Gespräch und fingen an zu reden, lernten sich kennen. Der kubanische Richter war sehr diskret. Sein Herz war verhärtet. Aber er sehnte sich nach Sinn im Leben. So bot ihn dann der adventistische Pastor irgendwann nach einiger Zeit Bibelstunden an. Und tatsächlich sagte der kubanische Richter ja. Und so fingen die beiden an, der kubanische Richter und der adventistische Pastor, die Bibel zu studieren. Es gab in Miami noch einen anderen adventistischen Pastor, der war Kubaner. Und so dachte sich der adventistische... Prediger, ich könnte doch hier den Flüchtling, den Hector Alvarez einfach weiterleiten, weiter delegieren an den äh, kubanischen adventistischen Pastor und so arrangierten sich hier, hatten ein Treffen und als dann der Richter der Flüchtling bei dem kubanischen Pastor zu Tisch saß, erschrak er fürchterlich. Denn vor ihm saß natürlich der kubanische adventistische Pastor aber er hat ihn schon vorher einmal gesehen. Wo? In Kuba. Wo in Kuba im Gerichtssaal. Dort hatte der Richter, der kubanische Richter, den kubanischen Adventisten, den Pastoren hier zu drei Jahren Haft verurteilt. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was er jetzt hier für Angst hatte, der kubanische Richter. Und jetzt erkennen sich beide wieder. Aber was machte der kubanische Adventistische Pastor stand auf und umarmte den kubanischen Richtern sagte, ich vergebe dir. Du hast mich damals verfolgt. Du hast damals dafür gesorgt, dass ich ins Gefängnis kam, aber ich vergebe dir, ich schenke dir nochmal eine neue Chance. Und jetzt studierten die drei hier die Bibel gemeinsam. Das war dieser Richter, der damals die Christen verfolgte, die adventistischen Pastoren ins Gefängnis warf. Und er war dort mit dem adventistischen Pastor und dem kubanischen adventistischen Pastor und gemeinsam lernten sie den Plan Gottes kennen. Und dann endlich war dieser große Tag der Taufe. Der kubanische Richter sagte ja zu Jesus. Und wer taufte ihn? Das war der Kubanische adventistische Pastor. Und dann stand dort der Pastor und sagte: Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du hast mich ins Gefängnis damals gebracht. Ich bringe dich jetzt in das Wassergrab zu Jesus Christus und du wirst wieder auferstehen. Halleluja. Was für eine Geschichte. Wir sind große Sünder, aber wir haben einen noch größeren Erlöser. Bist du heute voller Enttäuschung, Bitterkeit und Wut? Vielleicht fragst du dich: Hast du dich zu weit von Gott getrennt? Nein, Gott ist da, er liebt dich, er nimmt dich an, er schenkt dir einen Neuanfang. Die unvergebbare Sünde ist nicht Mord, Lüge, Täuschung, Verleugnung, Verfolgung von den Gläubigen. Was ist mit Ehebruch? Denken wir an Maria. Maria wurde beim Ehebruch erwischt. Sie wurde zu Jesus gebracht und sie hat sich schrecklich grausam gefühlt. Ich denke da an diesen einen Mann, der vor einiger Zeit zu mir kam und sagte: Daniel, ich war, ich bin verheiratet und naja, ich habe da eine Affäre gehabt mit einer Frau und diese Affäre hat meine Ehe zerstört. Und ich habe schwerste Depressionen, mir geht es so schlecht. Ich denke da an Jugendliche, die zu mir kamen, die gesagt haben: Daniel, an einen ganz besonders ähm, oder von dem ich gehört habe, ich habe mit über 100 Frauen geschlafen. Äh, kann Gott mir noch vergeben? Ist das möglich? Ich kann ich noch Liebe empfinden? Jesus Christus kann immer Neuanfang schenken und er kann uns immer vergeben, egal was wir getan haben. Jesus sagte zu der, zu der Frau hier, geh hin und sündige nicht mehr. Und die gleichen Worte, die er zu der Maria gesagt hat, bringt er heute auch zu dir. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich vergebe dir. Was ist die unvergebbare Sünde? 1. Johannes 1. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er wie treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier steht nicht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, außer, also hier steht nicht, Jesus vergibt unsere Sünden außer Mord, außer Lügen oder Betrügen, außer Jesus zu verleugnen, außer Ehebruch. Nein, die Bibel ist ganz klar, die Jesus Christus vergibt uns alle unsere Sünden, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Moment mal, eine kurze Pause. Welche Sünde vergibt Jesus Christus uns demnach nicht? Es ist die Sünde, die wir nicht bekennen, die wir nicht bereuen, die wir nicht im Gebet zu ihm bringen. Denn die bleibt bei uns. Irgendeiner muss ja für die Folge der Sünde sterben. Entweder das ist Jesus oder ich bin es. Die Sünde, die wir nicht zu Jesus bringen, die vergibt er nicht. Und hier kommen wir langsam auch schon zu einer Antwort, zu der Frage, was ist denn die unvergebbare Sünde? Die unverzeihbare Sünde ist nicht eine einzelne Art oder Sorte von Sünde. Es ist das bewusste Festhalten an der Sünde. Es ist der andauernde Prozess. Wenn ich immer wieder Nein sage zu Jesus, wenn ich immer wieder bewusst die Sünde wähle und niemals um Vergebung bitte, das sind Menschen, die sich entschieden haben, zu rebellieren. Immer und immer wieder. Das Herz der Menschen wird hart und diese Menschen. Hören nicht mehr auf die Stimme Gottes, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Irgendwann haben sie sich so weit entfernt, dass sie nicht mehr zu Jesus Christus zurückkommen können. Jesus sagt uns in Hebräer 8, Vers 12, was für eine Verheißung. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünde denken. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, die Sünden bei ihm abzuladen. Und er wird nie wieder daran denken. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir rebellieren und sagen, ach mir ist es das egal, es ist mein Leben, ich liebe diese eine Gewohnheit, dieses Gefühl, diese Sünde so sehr, lass mich doch mit der Sünde, dann haben wir ein großes Problem. Wenn wir immer wieder Nein sagen, kann es sein, dass wir irgendwann an dem Punkt angekommen sind, dass wir die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben. Ich will das kurz einmal erklären. Also, wenn du hier stehst und ich stehe hier, okay, also du stehst hinter mir und ich entferne mich von dir ich gehe immer weiter weg und du rufst zu mir du stehst hier ich bin da komm zurück aber ich sage es mir egal ich gehe weiter und du rufst immer noch komm zurück und ich entferne mich immer weiter von dir und irgendwann sagst du komm doch zurück bitte komm zurück du gehst in die falsche richtung das ist gefährlich der weg den du gehst aber ich gehe immer 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 weiter und irgendwann bin ich so weit von dir entfernt dass ich dich nicht mehr höre Rufst du mich noch? Na klar, du stehst immer noch hier und rufst mich. Aber irgendwann bin ich so weit weg von dir, dass ich dich gar nicht mehr hören kann. Und dann ist die Verbindung durchgeschnitten. Einfach gekappt, die ist nicht mehr da. So ist das auch mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn wir uns immer wieder bewusst von Jesus entfernen, dann hören wir ihn nicht mehr, obwohl er uns dennoch ruft. Jesus ging nach Golgatha. Denn Jesus Christus starb für dich. Er hat alles unternommen, damit du erlöst bist. Da war die Dornkrone, die auf sein Haupt gelegt wurde, die Nägel wurden durch seine Hände getrieben. Und als er dort starb, starb er für deine Sünden, er hat alles getan. Und er hat schon damals am Kreuz gerufen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit, mit dieser Aussage hat er auch an dich gedacht. Bräu, bekenne und nimm die Vergebung Gottes an. Hier diese. Dieses Versprechen Gottes, denn so sehr hat Gott dich geliebt, die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ist die unvergebbare Sünde? Die Bibel beschreibt es näher. In Matthäus 12, Vers 31 und 32 haben wir diesen Text. Da haben wir die Aussage: Jesus sagt, darum sage ich euch, jede Sünde. Und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Was ist die unvergebbare Sünde? Wenn ich den He dem Heiligen Geist, wenn ich hier läster, wenn ich immer wieder Nein sage zu dem Wirken des Heiligen Geistes. Und dann kann es sein, das sagt auch der Kontext hier, dass ich irgendwann das Wirken Gottes dem Wirken Satans zuschreibe. Damals haben die Pharisäer gesagt, ähm, Jesus, in dir ist ein Dämon. Du treibst die Dämonen aus durch Dämonen. Das macht ja gar keinen Sinn, ja? Also Satan ist ja in sich nicht uneins. Aber wenn ich mich irgendwann so weit von Jesus entfernt habe, ist es auch möglich, dass ich sage, das Wirken Jesu ist das Wirken Satans. Jesus möchte, dass wir niemals dahin kommen. Deswegen warnt er uns mit den nächsten folgenden Worten. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Nochmal, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht eine Art der Sünde, sondern es ist das bewusste Festhalten an der Sünde, ein andauernder Prozess, immer wieder Nein zu sagen. Wir können die Sünde gegen den Heiligen Geist nur dann besser verstehen, wenn wir das Wirken des Geistes begreifen. Heute bei dem Vortrag geht es nicht primär darum, einfach nur Wissen anzueignen, also was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, sondern es geht ja, es geht ja um Transformation, nicht um Information. In anderen Worten, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie können wir so weit wie möglich davon entfernt sein, ähm, treu, heilig, Gott ergeben leben, damit wir niemals dort ankommen, wo, diese, wo, der, wo der Bereich anfängt, dass wir sagen, wir, wir sündigen gegen den Heiligen Geist? Ich kann das kurz mal illustrieren hier. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo auf einem hohen Berg warst. Und da war so ein riesiger Abhang. Und naja, es. Ähm, beim Abhang geht es immer darum, nicht wie nah kann ich an den Abhang gehen. Und äh, irgendwann stehe ich dann ja nur noch mit einem Bein ähm, dort und ähm, das andere Bein baumelt schon über den Abhang. Nein, beim Abhang geht es darum, wenn der tief, wenn er gefährlich ist, dass ich sage, ich entferne mich so weit wie möglich von dem Abhang. So ist es auch mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Also wir wollen da niemals ankommen, das ist das Ziel des Vortrags. Und zweitens, die Gegenfrage ist jetzt, ähm, wie kann ich zu 100% mit dem Heiligen Geist erfüllt sein? Also wie ist es möglich, dass der Heilige Geist mich führt? Dass, wenn ich ganz ruhig bin, die Stimme des Heiligen Geistes höre, wie er zu mir redet, wie er mir hilft, Gott treu zu sein, wie er mir hilft, schlechte Charaktergewohnheiten zu überwinden, wie er da ist, wenn ich Zeugnis gebe, wenn ich, wie er mir Liebe schenkt, wie ich an seine Worte erinnert werde und, und Freude habe an der Beziehung mit Jesus Christus. Darum geht es heute. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist wirklich erfüllt werden? Im Wort Gottes wird der Heilige Geist beschrieben als dritte Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist keine Kraft. Das ist wichtig, denn wenn der Heilige Geist eine Kraft wäre, dann, naja, eine Kraft könnten wir auch missbrauchen. Warum kann ich das jetzt so einfach hier behaupten, dass der Heilige Geist eine Person und keine Kraft ist? Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir alle Texte, vor allem im Neuen Testament, aufschlagen und da sehen wir, dass der Heilige Geist Attribute, also... Charakteristikas, beziehungsweise er wird beschrieben als eine Person. Er sprach, er sonderte aus, er wurde betrübt und so weiter. Und das sind ganz klare Eigenschaften einer göttlichen Person. Wie kannst du, wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt werden? Wir wollen heute mal uns anschauen, wo der Heilige Geist vorkommt in der Bibel und wie wir tatsächlich vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Wir fangen an, ganz am Anfang war der Heilige Geist schon da und da gibt es den Text in 1. Mose 1, Vers 2. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 2. Wir gehen jetzt zur Schöpfung. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier haben wir die Dreieinigkeit, die anwesend ist. Da ist der Vater, das ist der Sohn Gottes und da ist der Heilige Geist. Welche Rolle spielt der Heilige Geist bei der Schöpfung? Wir denken über die Macht nach, die den Fluten befiehlt, bis hierhin und nicht weiter. Wir denken über die Macht nach, die den Pflanzen und Bäumen befiehlt, erhebt euch und sie wachsen und erheben sich. Wir denken über die Macht nach, die der Sonne befiehlt. Geh auf und leuchte. Das ist die Energie und die Kraft des Heiligen Geistes. Hier tritt er als Person auf. Und er hat bei der Schöpfung mitgewirkt. Ich finde das unglaublich spannend. Die Sonne hat ja den exakt richtigen Abstand zur Erde. Wenn die Sonne ein wenig näher werde, würden wir verbrennen. Und wenn die Sonne ein wenig weiter wäre, würden wir alle erfrieren. Denk an die Macht nach, die die unzähligen Tiere auf der Erde gemacht hat. Was sagt uns die Schöpfung über den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist allmächtig. Der Heilige Geist hat Finsternis in das, äh Licht in das Finsternis scheinen lassen. Und er kann dieses Licht auch in unsere Herzen bringen. Der Heilige Geist hat das Meer zurückgehalten. Er kann auch das Meer der Versuchungen zurückhalten. Der Heilige Geist hat die Pflanzen, die Tiere erschaffen, die sind gewachsen und der Heilige Geist kann auch in uns einen göttlichen Charakter wachsen und entstehen lassen. Womit kämpfst du heute? Wo hast du deine Herausforderungen und Probleme? Was sind deine Sorgen im Leben? Manchmal denken wir als Christen, wir müssen uns noch mehr anstrengen, die Zähne zusammenbeißen und dann wird es schon irgendwie gehen. Aber nein, aus eigener Kraft werden wir niemals das Böse, die Versuchung, die Sünde überwinden. Das hat jemand anders von uns getan. Jesus Christus am Kreuz. Und er schenkt uns den Heiligen Geist. Und wenn diese Person, der Heilige Geist in unser Leben kommt, wenn wir mit der Kraft Gottes die Sünde überwinden können, wir werden Sieger sein können. Und ja, wenn wir fallen, wird uns der Heilige Geist erinnern und wieder aufrichten und uns wieder näher zu Jesus führen. Wieder kommt der Heilige Geist, wovor? Bei der Sinnflut. Noah predigte einer moralisch kaputten Gesellschaft, die war erfüllt von Korruption und Gewalt, 120 Jahre lang. Er sagte, die Welt wird durch eine Flut zerstört werden. In 1. Mose 6, Vers 3 ist der Heilige Geist wieder da. 1. Mose 6, Vers 3 da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. Was macht der Heilige Geist hier? Er recht. Oder er ist am Rechten mit den Menschen er bewegt das Herz der Menschen? Wie ist es mit dir, wenn du das Wort Gottes öffnest, wenn du die Bibel liest für dich ganz persönlich oder wenn du Vorträge wie diese anschaust oder vielleicht auch jetzt gerade, wenn du hier zuhörst? Merkst du auch, wie der Heilige Geist dein Leben bewegt? Ich habe das vor kurzem erfahren. Dass jemand zu mir sagte, Daniel, als ähm, du gepredigt hast, als du den Aufruf gemacht hast, wo du am Ende gefragt hast, wer möchte Ja zu Jesus sagen? Ich, ich, ich musste, ich konnte nicht anders mich für Jesus entscheiden. Da kam so irgendwie, so ein, irgendwie war da so eine, eine Macht, da so eine, eine Sehnsucht in mir, so irgendwas hat da an mir gewirkt. Das war der Heilige Geist. Und das bin ich ich als Pastor. Ich bin ein armer, sündiger, sterblicher Mensch. Das ist der Heilige Geist, der durch mich redet. Und so, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann redet der Heilige Geist zu uns. Wenn wir hören, wie das Wort Gottes gepredigt wird, redet, spricht der Heilige Geist auch zu uns. So also hat damals der Heilige Geist auch die Menschenherzen bewegt. Kurz vor der Sinnflut. Als die Tür dann verschlossen wurde, lag das nicht daran, dass Gott keine Gnade mehr für den Menschen hatte. Nein, nein, die Tür wurde verschlossen, weil die Menschen Nein gesagt haben, weil sie immer wieder sich entfernt haben von Jesus. Da war ihr Ego, der war super, der war groß, der war so stark, der war Unzucht da war Rebellion, da waren Drogen, da waren andere Götter und sie haben gesagt, nein, ich ich kann dann nicht mitmachen bei Noah und seiner Familie. Die haben sich bewusst gegen das Weg des Heiligen Geistes entschieden, die Menschen, die damals gestorben sind. Die Bibel sagt in Johannes 16, Vers 18, dort beschreibt uns das Wort Gottes, was der Heilige Geist macht. In Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen wovon? Von Sünde von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also wer sagt dir, dass diese Affäre falsch ist? Wer überführt dich und sagt, hey, Alkohol trinken ist nicht richtig? Wer sagt dir, du solltest eigentlich nicht mehr den Sonntag, sondern den Sabbat, den Samstag heilig halten? Es ist der Heilige Geist. Das ist nicht ein Mensch. Es ist, sind auch nicht Umstände äh, oder irgendwelche Gefühle. Nein, das ist der Heilige Geist, der zu dir redet. Der Heilige Geist. Er überführt dich, er offenbart dir, du bist ein Sünder. Er klopft bei dir an und sagt, kehr doch um, ich habe einen besseren Plan für dich. Lass die Sünde, die falschen Entscheidungen hinter dir. Ich denke da an eine Zeit in meinem Leben zurück, wo der Heilige Geist mich wirklich überführt hat. Da naja, war ich noch ein bisschen jünger wie heute. Ich war Theologiestudent und ich glaube, das wird dich jetzt ein bisschen überraschen. Ähm, aber naja, wir sind ja Freunde und jetzt habe ich schon angefangen. Ich kann dir die Geschichte auch erzählen. Also dann, ja, es war damals so, ich habe Theologie studiert in Bogenhofen. Also Bogenhofen ist so ein, ein Seminar, wo man ausgebildet wird, um Prediger zu werden. Und das war damals ziemlich teuer, das Studium für mich. Ungefähr 10.000 Euro hat das im Jahr gekostet. Und ich habe neben dem Studium wirklich viel gearbeitet, um mir das um irgendwie leisten zu können. Als ich dann äh, die Sprachen lernen musste im Studium, das war dann äh, griechisch, griechisch, hebräisch und so weiter, ähm, wir haben dann auch gelernt, irgendwann, äh, wie man das Wort Gottes richtig auslegt, auch die Sprache anwendet, wie man Exegese, also das heißt Bibelauslegung betreibt. Dafür gab es ein besonderes Computerprogramm oder eine Software, wir würden heute auch sagen eine App. Und dieses Computerprogramm war ziemlich teuer. Ich weiß nicht, wie viel das damals gekostet hat, aber ich glaube, das waren so, ich meine, es waren so 500 bis 600 Euro. Dieses Computerprogramm, Bible Work, so hieß das, das, das brauchte ich irgendwie. Und ich dachte, hey, das ist, das ist wichtig. Ohne diese, diese App, ohne dieses Computerprogramm, kann ich keine vernünftigen Predigten ausarbeiten. Ich kann auch im Studium nicht vorwärts kommen. Und all das, was die Lehrer von mir erwarten, das werde ich nicht erreichen, wenn ich dieses Computerprogramm nicht habe. Aber es war... Wirklich teuer für mich damals. 500, 600 Euro und ich habe gesagt, ich habe das Geld nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Die meisten Studenten damals in Bogenhofen hatten sich äh, dieses Programm gekauft. Einige hatten es nicht. Andere hatten es, aber sie hatten es illegal erworben. Wie? Man kann ja heute, wenn man im Internet so ein bisschen sucht, ähm, fast alles illegal einfach downloaden, also herunterladen. Und da habe ich dann irgendwann Bibleworks, also dieses Computerprogramm, was ich brauchte. Zu, ja gefunden im Netz äh, als illegalen Download ich habe das dann als Crack also es war eine ja also die gecrackte -ge Version also eine illegale Version runtergeladen ich habe dabei echt geschwitzt ich habe gedacht boah hoffentlich kommt jetzt kein Virus auf meinen Computer dann war es auf mein, auf meinem PC drauf und ich habe es genutzt am Anfang hatte ich so das Gefühl na ja Gott versteht das schon und wenn ich das einmal mache und das ist ja für einen guten Zweck und später wenn ich dann Geld habe kann ich es mir ja auch kaufen aber irgendwann habe ich dann gemerkt so der Heilige Geist fängt an mir zu sagen, Daniel, was du da machst, ist nicht richtig. Ähm, du willst Prediger werden und du benutzt gestohlene Software, also gestohlene Computerprogramme dafür. Das ist doch nicht, das ist doch nicht dein Ernst, Daniel, oder? Und dann habe ich dann Predigten damit ausgearbeitet. Ich habe dann auch die Predigten gehalten und die Stimme vom Heiligen Geist wurde immer lauter. Die sagte mir dann, Daniel, also überleg doch mal, du willst mit gestohlener, geklauter, also illegal erworbener Computersoftware, willst du Predigten halten und du hoffst dann, dass. Gott wird und Menschen sich entscheiden für dich, also für Jesus. Ähm, ähm, ist, das, ist das wirklich, willst du das wirklich, Daniel? Glaubst du, das kann ich segnen, dass du mit, ähm, mit gestohlenen Dingen arbeitest? Und dann war die Stimme des Heiligen Geistes so laut, dass ich sagte, okay, es ich, ja, ich, stimmt, habe ich dann gesagt, zu Jesus, es tut mir leid. Das ist falsch gewesen, das ist eine Sünde und ich habe dann was gemacht? Sofort das Programm gelöscht von meinem Laptop. Und dann habe ich ohne diesem Programm weitergearbeitet, weitergelebt. Das ging. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich wieder gesegnet hat. Und das Wichtigste, ich hatte wieder Frieden mit Gott. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du fühlst dich unwohl. Du weißt, was du tust, ist nicht richtig. Du erkennst, das hier ist nicht der Wille Gottes. Lass dich auf die Stimme des Heiligen Geistes ein. Denn hier kommt die Gefahr. Wenn wir hören, wie Jesus uns redet, werden wir irgendwann so ein bisschen, naja, wir relativieren, wir sagen, einmal ist kein Mal. Wir sagen, es machen doch alle und wir sagen, ach, Gott versteht mich doch und er wird mir schon vergeben, er drückt ein Auge zu. Aber so ist es eben nicht. Und dann fangen wir an mit der Sinne zu spielen und dann kommt eine und noch eine weitere Sünde in unser Leben. Wir vertuschen, manchmal lügen wir, wir betrügen. Und wenn wir da nicht umkehren, wird es gefährlich. Der Heilige Geist überzeugt uns. Jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, ist das eine Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn ich äh, das Wirken des Heiligen Geistes... Ablehne für einen gewissen Zeitraum, nein, noch nicht. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn ich immer, immer, immer wieder Nein sage zu der Stimme des Heiligen Geistes. Also ist es so, stell dir vor, du hast ein Haus und das Haus hat, sagen wir mal, keine Ahnung, zehn Fenster, okay? Und der Heilige Geist wirkt, er sagt dir, du, was du da machst, ist nicht richtig. Und du sagst, ach, ist mir egal, Pff, ist mein Leben, lass mich in Ruhe, Gott. Und dann machst du eine Jalousie runter. Wie viele Fenster sind da noch offen? Neun, oder? Kommt immer noch Licht in dein Haus? Aha, natürlich. Aber dann kommt der Heilige Geist wieder und sagt, da, Daniel, was du da machst, ähm, ist, nicht, ist nicht gut. Ähm, lass das doch. Und dann stell dir aber vor, ich würde wieder sagen, ähm, nee, Gott lass mich in Ruhe. Was mache ich dann? Ich mache das nächste Fenster runter. Psst, Jalousie ist zu und es wird immer dunkler im Haus. Und irgendwann, wenn ich immer, immer wieder Nein sage, zu dem Wirken des Heiligen Geistes, sind schließlich alle Jalousien runter, alle zehn Fenster dicht und das war's dann. Dann ist es gefährlich. Und dann wird es sehr brisant für mich. Was macht der Heilige Geist? Erstens, der Heilige Geist überzeugt uns von uns und er sagt uns, das, was du da machst, was du vorhast, ist nicht richtig, lass das. Zweitens, der Heilige Geist gibt uns Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Spät nachts kam Nikodemus zu Jesus. Er war, der, er war ein wichtiger religiöser Führer, wollte aber nicht gesehen werden von den anderen, wie er mit Jesus am Reden war. Und dann fragte... Er ihn, ähm, wie was lehrst du denn da überhaupt und worum geht's denn da? Und ähm, Jesus hat dann ziemlich schnell gesagt, weißt du, ähm, das ewige Leben bekommst du nur, wenn du, wenn du hier geboren wirst aus Wasser und Geist. Und dann in Johannes 3, Vers 8 sagt Jesus, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn du in deinem Leben mit einer Sünde kämpfst, dann geh auf die Knie und sage: Jesus, ich möchte gerne mit diesem Problem zu dir kommen. Bitte schenk mir den Wunsch, dir nachzufolgen. Gib mir eine tiefe Liebe, lass mich neu geboren werden. Was heißt das, neu geboren zu werden? Das ist eine Bekehrung, ein Paradigmenwechsel. Du hast neue Gedanken, eine neue Einstellung, einen neuen Lebenssinn. Du lebst nicht mehr für die Sünde, nicht mehr für Satan, nicht mehr für dich, du lebst für Jesus Christus. Der Heilige Geist. Erstens, er überführt, dir, überführt dich von der Sünde und zweitens, er gibt dir deine Kraft, wenn du dich ganz, dich ihm unterstellst. Er hilft dir, den Willen Gottes auszuüben und Gott treu zu sein. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, das war der Punkt Nummer zwei, Versuchungen zu widerstehen. Drittens, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Oder anders ausgedrückt, er ist der Kanal Gottes der Kommunikation in die Wahrheit. Johannes 16, Vers 8, und hier haben wir diesen Text. Jesus sagt, wenn aber jener kommt, der Geister Wahrheit, so wird er euch in die halbe Wahrheit leiten. <laughs> nee, auch nicht in Dreiviertel Wahrheit leiten. In die, aha, in die ganze Wahrheit leiten. Wer überzeugt uns davon, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das macht der Heilige Geist. Wer sagt dir, dass Alkohol nicht richtig ist? Der Heilige Geist. Wer offenbart dir, dass der Sabbat, der biblische Ruhetag ist? Der Heilige Geist. Wer bittet dich, zahl auch deinen Zehnten Gott, weil es ihm sowieso gehört ist? Der Heilige Geist. Wer klopft da an und sagt, weißt du, dass wenn man so schlecht redet über andere Menschen, das ist überhaupt nicht gut? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit über uns selber, aber vielmehr noch in die ganze biblische Wahrheit. Der Heilige Geist widerspricht niemals dem Wort Gottes. Vielleicht erkennst du neue Wahrheiten und du kämpfst und du sagst, meine Familie tickte anders. Tradition war bei mir auch in einer ganz anderen Richtung. Außerdem mein Priester, mein Pfarrer, mein Prediger, wer auch immer, hat mir was ganz anderes, mich etwas ganz anderes gelehrt. Höre nicht auf das, was Menschen sagen, sondern auf das, was der Heilige Geist sagt. Und der Heilige Geist führt dich immer in die ganze biblische Wahrheit. Und der Heilige Geist wird dir auch Kraft geben, dieser biblischen Wahrheit zu folgen. Vielleicht ist es bei dir die Sache mit Sabbat und Sonntag. Bitte Gott darum, dass er dir den Heiligen Geist schenkt, damit du ihm treu bist. Er wird das tun. Er wird dir das vollen und vollbringen schenken. Wenn du heute oder in den letzten... Tagen, Wochen, Monaten mit einer Sache kämpfst. Ob das das Thema Alkohol ist, der Zehnte, das Thema Sexualität, was auch immer. Lebensstil, dass du sagst, Herr Jesus, es fällt mir so schwer, dann geh doch auf die Knie und bitte ihn, dass er dir das Wollen, das Vollbringen schenkt. In der Bibel lesen wir, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch die Kraft Gottes kannst du diese neuen biblischen Wahrheiten annehmen. Und weißt du, was dann passiert? Du gibst Gott, die Ehre, die ihm gebührt, und du wirst selber am glücklichsten dadurch, weil du diesen Frieden in dir hast, dadurch, dass du Gott treu bist. Gibt es diese eine Wahrheit, die der Heilige Geist dir gerade offenbart? Falls ja, dann sage zu Jesus, ich möchte diese Wahrheit annehmen und dir treu sein. Johannes 16, Vers 8 geht weiter, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ist es denn so, wenn ich einer biblischen Wahrheit nicht folge, dass ich dann gleich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan habe? Nein. Aber wenn du immer und immer wieder Nein sagst, vielleicht zu einer biblischen Wahrheit, dann ist man auf einem gefährlichen Weg, weil da macht man vielleicht auch mit anderen biblischen Wahrheiten Kompromisse, vielleicht auch mit dem Thema Lebensstil und was auch immer. Und dann kann es manchmal sein, dass wir uns so weit entfernt haben, dass, dass wir gar nicht mehr zurück wollen. Ein gutes Indikat uns zu zeigen, dass wir noch nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben, ist, ist dieses oder jenes. Ähm, wenn wir uns öffnen für Gott, in die Beziehung zu ihm gehen und ja zu ihm sagen, immer wieder und immer wieder auch um Sündenvergebung, bitten. Dann sind wir niemals an dem Punkt angekommen. Ich glaube auch, dass keiner, der diese Vorträge anhört, die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hat. Denn ähm, Sünde gegen den Heiligen Geist, das sind die Menschen, die so, so weit weg von Jesus entfernt sind, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und nochmal, wir haben auch gesagt, vorhin bei Matthäus Kapitel 12, die dann auch sagen, das Wirken Jesu ist das Wirken Satans. Also die vertauschen dann hier das Wirken Gottes. Die wichtigste Frage ist, nicht habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan? Die wichtigste Frage ist, wie kann ich total, zu 100% mit dem Heiligen Geist erfüllt sein? Was bedeutet das, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Jesus versprach uns die Gabe des Heiligen Geistes, als er in den Himmel fuhr. Und eine Gabe ist nichts anderes als sein Geschenk. Und hier lesen wir, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ist es dein Wunsch, den Heiligen Geist zu erhalten? Sünden zu überwinden, alle Menschen die Liebe Gottes begeistern weiterzugeben. Wer empfängt den Heiligen Geist? Einige sagen, der Heilige Geist, der zeigt sich in so einer übernatürlichen Entscheidung. Also, dass ich so eine Erfahrung habe, dass auf einmal so meine Hand anfängt zu zucken und mein Fuß so ganz wild und kontrolliert da ist und ich habe dann so wow, so ein bombastisches Erleben. Nein, 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 nein. Der Heilige Geist, der kommt in unseren, in unseren, in unseren Verstand. Das ist kein, kein Gefühlschaos, was ich dann erlebe oder irgendwie so, oh, so ein Hai. Nein, der Heilige Geist, der bringt mich immer in die Beziehung zu Jesus Christus. Und wie bekomme ich den Heiligen Geist? Johannes 14, die Verse 15 bis 17. Hier ein, zwei wichtige biblische Prinzipien. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Wie bekommst du den Heiligen Geist? Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Den Heiligen Geist erhältst du erstens, indem du wen liebst? Dich, <laughs> indem du Jesus liebst. Also erstmal die bewusste Entscheidung Jesus, ich will dir dienen, ich will dir treu sein. Ich möchte gerne deinen Willen tun und ich liebe dich von ganzem Herzen. Punkt Nummer eins, Liebe, Hingabe, Entscheidung für Jesus, Ja zu ihm zu sagen. Punkt Nummer zwei ist, haltet meine was? Meine Gebote. Also, du entscheidest dich für Jesus, du sagst Ja zu ihm und dann sagst du, Herr Jesus, ich will auch gerne deine Gebote halten. Und dann Johannes 14 die Verse 15 bis 17 dann bleibt er bei euch in Ewigkeit der Geist der Wahrheit in Apostelgeschichte 5 Vers 32 lesen wir zusätzlich noch und wir sind seine Zeugen was diese Tatsachen betrifft noch der Heilige Geist welcher Gott denen gegeben hat die ihm gehorchen also auch hier wieder erstens Gott lieben und zweitens seine Gebote halten Drittens, die dritte Voraussetzung ist Lukas 11, Vers 13: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten, die ihn darum bitten, die ihn anflehen? Und meine Lieben, ich mache das so: Jeden Tag komme ich zu Jesus Christus und sage ihm, Herr, ich möchte gerne den Heiligen Geist haben. Ich sage ja zu Jesus und ich sage hier, das ist die Verheißung, Lukas 11, Vers 13. Und ich löse sie bei Jesus ein. Hast du schon mal einen Amazon-Gutschein eingelöst? Und bekommst du dann einen Betrag gutgeschrieben auf dein Amazon-Konto? Natürlich. Und wenn schon Amazon ihre Gutscheine einlösen, mehr Jesus Christus, oder? Wenn wir Lukas 11, Vers 13 zu Jesus bringen, dann wird Jesus uns das geben. Dann wird der Heilige Geist in unser Leben kommen. Und wir werden Frieden, Kraft, Begeisterung und Leidenschaft erhalten von Jesus Christus. Jetzt fragst du dich vielleicht mal, Moment mal, Dani, ich dachte immer... Ähm, der Heilige Geist manifestiert sich in der Zungrede. Oder ist nicht die Zungrede ein Beweis dafür, dass, naja, ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Jemand sagte mal zu mir, das war ein Pfingstler, du ähm, Daniel, erst wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, also nee, Moment nochmal, umgedreht, erst wenn du in Zungen redest, dann ist der Heilige Geist in deinem Leben wirklich am Wirken. Und ich, ich habe das selber live erlebt. Ähm, ich war bei solchen Veranstaltungen mir das mal anzuschauen früher vor vielen Jahren und die Menschen haben da in Zungen geredet. Ist das das Wirken des Heiligen Geistes? Ganz klar hier nein. Und hier spricht nicht ein Pastor, hier spricht das Wort Gottes. In der, po in der Bibel in der Galater Kapitel 5 Vers 22 lesen wir die Gabe oder die Frucht des Geistes ist nicht Galater 5 Vers 22 die Zungenrede, sondern ganz klar, es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also wenn du keine Liebe, keine Selbstbeherrschung und ähm, diese, diesen Frieden nicht hast, dann kannst du in den Zungen der Welt plappern, aber du hast den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist zeigt sich in der Charakterveränderung. Und natürlich, die Zungenrede, das ähm, kann eine von vielen Auswirkungen sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Aber es ist nicht die Frucht. Die primäre Frucht ist die Charakterveränderung. Eine Auswirkung unter anderem könnte sein, dass wir in Zungen reden. Aber Achtung, was ist denn die Zungenrede? Was sagt die Bibel hier? Schauen wir uns das kurz einmal an. Hier ist Petrus ähm, zu Pfingsten und er hat in Zungen geredet. Die ersten Christen haben angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Zungenrede bedeutet in anderen deutlichen Fremdsprachen zu verkündigen laut dem Wort Gottes. Das griechische Wort dafür ist glossa, das ist auch schon steht für Sprachen. Also hier als Petrus dann gepredigt hat, da haben die anderen Menschen, steht selber in Apostelgeschichte 2, also die dort kamen, die Zuhörer haben dann also die Meder, Parther, Elamiter und die Völker vieler Nationen und so weiter, die haben dann Petrus reden hören in ihrer eigenen Sprache. Die Gabe der Zungenrede war eine reale Sprache, um das Evangelium zu verkündigen. Aber die Gläubigen in Korinth missbrauchten die Gabe der Zungenrede. Sie haben auf einmal wild durcheinander geredet. Keiner hat sie verstanden. Es gab keinen Übersetzer und sie haben das zur Selbstverherrlichung äh, benutzt. Was sagte Paulus dazu in 1. Korinther 14, Vers 19? Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit auch andere, ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also primär ist das Ziel der Verkündigung des Evangeliums und das, deshalb haben wir auch die Zungenrede. Wir werden als Menschen haben einen Unterschied zu den Tieren. Wir haben ein moralisches Empfinden, wir haben einen freien Willen. Und wir würden, glaube ich, Gott nicht damit ehren, wenn wir mit einer Sprache reden, die keiner versteht. Gott möchte, dass wir mit einer intelligenten Sprache ihm die Ehre geben und auch untereinander das Evangelium weiterbringen. Paulus gibt uns hier, und das mache ich jetzt einmal kurz zusammenfassend, Vier Leitlinien bezüglich der Zungenrede. Erstens, die Zungenrede ist kein Zeichen für Gläubige, sondern für Ungläubige. Ganz spannend, das ist in 1. Korinther 14, Vers 22 zu finden. Also, somit brauchen Gläubige nicht die Gabe der Zungenrede, es dient immer nur der Mission. Es ist immer nur für die Ungläubigen. Also, wenn ich in Papua Neuguinea bin und dort predige, und ähm, dort kommen viele Menschen zusammen, die reden alle unterschiedliche Sprachen und sie hören mich dann in ihrer eigenen Sprache reden. Dann ist diese Gabe der Zungenrede, Sprachen in Fremdsprachen, also Predigen in Fremdsprachen, dann dient es dann den Ungläubigen, die das Wort Gottes suchen, hören und es verstehen wollen. Zweitens, in jeder Versammlung sollen nur höchstens zwei, drei Menschen in Zungen reden. Das ist 1. Korinther 14, Vers 27. Also, wenn äh, in Kirchen 10, 20, 30 Leute in Zungen reden, ist das biblisch gesehen nicht richtig. Drittens, es muss ein Übersetzer anwesend sein. Immer noch 1. Korinther 14, Vers 27. Warum eine Person, die in einer Sprache redet, die eh keiner versteht, das macht keinen Sinn. Es muss also ein Übersetzer da sein. Viertens, es dürfen nicht mehrere Personen gleichzeitig reden in Zungen, sondern eine nach dem anderen. Auch noch Vers 27. Also der Redende muss seine Aktion und seine Worte unter Kontrolle haben. Und es gibt heute, und ich glaube, das sind viele, die das sagen, oder die meisten sogar, wenn sie in Zungen reden, also dieses plappern dieses, dieses wilde reden bei den pfingstlern und kurz wenn du ein pfingster bist oder pfingster kennst ich verurteile hier nicht die Pfingster, sondern ich rede über die zungenrede gott liebt jeden pfingster und alle menschen die dort mit der zungenrede die da involviert sind die, für die menschen ist jesus gestorben also hier geht es aber um die zungenrede an sich selber also wenn dort Menschen mir sagen, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle und das ist so wow, krass, so, ich bin so abgehoben und der Heilige Geist hat ja durch mich gewirkt, ich habe so ein emotionales Hochgefühl gehabt, ähm, dann ist das nicht biblisch. Denn wir haben hier gerade gelesen, Zungenrede ist ein Zeichen für Ungläubige. Zweitens, es sollten nur zwei, höchstens drei Menschen in Zungen reden. Drittens, es muss ein Übersetzer anwesend sein. Und viertens, ähm, es dürfen nicht mehrere Personen gleichzeitig in Zungen reden. Und dann haben wir noch gesagt, fünftens, die ganze Zusammenfassung hier ist, die Zungrede ist immer eine verständliche Fremdsprache, damit das Evangelium verkündigt wird. Hier noch ein Text, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, Jesus aus dem tiefsten Herzen zu lieben, mein, mein Leben mit seinen Worten zu füllen, entschlossen der Wahrheit zu folgen. David sagte im Psalm 51, Vers 13: Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. In Vers 13 geht es dann weiter: Verfehlungen, wer kennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch Vermutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Da werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Es ist gefährlich, sein Herz zu verhärten. Es ist es ist brisant, wenn wir sagen, naja, wir spielen ein bisschen mit der Sünde. Nein, lasst uns jeden Tag den Tag mit Jesus Christus beginnen und ihm sagen, Lukas 11, Vers 13, schenkt mir den Heiligen Geist. Und wenn wir merken, dass eine Sünde diese bringen wir dann sofort zu Jesus, damit er uns vergibt und uns wieder aufhilft, damit wir immer ähnlicher werden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die unvergibbare Sünde, ist das immer wieder Nein sagen zu dem Wirken Gottes. Also wenn ich andauernd fortgesetzt mein Herz verhärte, wenn ich immer wieder Nein, Nein, Nein sage. In 1. Johannes 1, Vers 7 lesen wir ganz am Ende, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Jesus vergibt uns. Wenn wir aber nicht zu ihm kommen, kann er uns nicht vergeben. Egal, weil du dich von Jesus entfernt hast, Jesus ist da, egal, was auch immer du getan hast, wie sehr du auch Jesus und andere Menschen enttäuscht hast, Jesus liebt dich, egal, wo auch immer du bist, und woher du kommst. Jesus ist da und er war mit ausgestreckten Armen auf dich. Ich habe das selber erfahren. Ich habe am Anfang Berichte davon, dass ich so tief in der Sünde war, dass ich dachte, der Zug ist abgefahren. Und ich bin dann zu Hilfe gekommen im Gebet zum allerersten Mal im Alter von 21 Jahren. Und ich habe dann diese Liebe Gottes, diese Vergebung, diesen Frieden erhalten. Vorher habe ich geweint aus Hass und Wut und Zorn. Danach habe ich geweint voller Freude, voller Erlösung und voller Liebe für Gott. Jesus wartet auf dich und er kann und er wird dich glücklich machen. Da war so ein kleiner Junge, der hieß Samuel. Er hatte im Tempel mit dem Priester Gott gedient und eines Nachts hörte er die Stimme. Samuel, Samuel. Und er dachte, da würde jemand ihn rufen und er ging dort zu dem Priester Eli. Der Samuel dachte, das wäre seine Stimme. Und der Priester Eli sagte: "Geh wieder schlafen, ich habe dich nicht gerufen." Und wieder hörte Samuel diese Stimme ihn rufen. Samuel, Samuel. Und dann sagte der Priester Eli irgendwann zu ihm, weißt du, wahrscheinlich redet Gott mit dir. Wenn Gott zu dir redet, dann sage, rede, denn dein Knecht hört. Und das ist die richtige Einstellung. Wenn Jesus dich ruft, der Heilige Geist mit dir kommuniziert und Gott da ist, dann sage, rede, denn dein Knecht hört. Spürst du, wie der Heilige Geist an deinem Herzen wirkt? Vielleicht heute hier und jetzt bei dem Vortrag, gibt es da eine Sünde, die dich von Gott, Trend, eine Gewohnheit, ein Gedanke, vielleicht ist es auch Enttäuschung oder es ist einfach ein, ein, ein Frust in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Sache, die du erkannt hast, eine biblische Wahrheit aus dem Wort Gottes, aber dir fehlt die Kraft, die Überzeugung, vielleicht auch dem zu folgen. Naja, die Überzeugung ist eigentlich da, um ganz ehrlich zu sein: du willst oder kannst es noch nicht tun. Brauchst du diese Kraft heute, um Sieger zu sein? Vielleicht sagst du: ah, Manchmal tue ich es mir, mir so. Ist für mich so schwierig, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, äh, wenn ich dort keine Ahnung mit der Bahn unterwegs bin oder in der Schule, ähm, an meinem Arbeitsplatz und äh, dann will ich gerne Jesus bekennen, aber mir fällt es so schwer. Ich glaube, wir alle brauchen den Heiligen Geist viel mehr als jemals zuvor. Sage ja zu Jesus, sage ja zu dem Heiligen Geist. Michael hatte es eigentlich gut im Leben. Er war verheiratet mit Emma, eine liebe, attraktive Frau. Und Michael hatte noch einen Sohn, Luca. Der war lebendig, er war gesund. Und von der Ferne her betrachtet könnte man meinen, es war eine tolle, vielleicht sogar perfekte Familie. Michael, Emma und Luca. Emma glaubte an Jesus Christus. Sie war eine aufrichtige Christin und sie versuchte, ihren persönlichen Glauben, dem Plan Gottes an ihren Sohn, dem Luca, weiterzugeben. Michael war aber anders. Michael der Ehemann, er hatte auch einen Gott, aber nicht den Gott im Himmel. Der Gott war seine Arbeit. Er arbeitete manchmal acht, okay, zehn das war schon ein bisschen mehr, aber oft auch zwölf Stunden. Zu viel auf die Dauer, denn er wollte das große Geld machen. Das war sein Ziel. Er hatte kaum Zeit für die Familie. Und Michael hatte noch ein anderes Problem. Er, naja. Er dachte, er wäre auch zu intelligent für Jesus. Ähm, er könnte sein Leben meistern ohne Jesus Christus. Er brauchte ihn nicht, so sagte er. Und da war noch eine weitere Sache. Michael konnte sich nicht beherrschen, aber je zornig. Wenn es irgendwas auf der Arbeit gab, was ihm nicht gefiel, dann bam, explodierte er. Und er schrie dann seine Kollegen an. Und so war das dann auch zu Hause. Michael konnte einfach seine Emotionen nicht im Griff haben. Er wurde zornig mit Emma seiner Frau. Einmal schlug Michael seiner Frau Emma ins Gesicht. Paff. Eines Abends, als Michael heimkam, lagen Lukas Spielsachen im Wohnzimmer. Michael geriet in F Wut, fluchte und trat nach den Spielsachen von Luca und er schrie rum, hatte sich gar nicht mehr im Griff. Und der kleine Luca hatte Angst. Angst vor dem Papa. erst ist davongelaufen zu Mama. Die haben sich dann beide eingeschlossen. Aber irgendwie ist dann doch nach einiger Zeit... Als sie dann mal raus mussten, hat dann der Michael, sein Papa, den Luca geschnappt, ihn geschlagen. Und spät in der Nacht kam Luca zu Mama und sagte: Mama, Mama, ich habe Angst vor Papa, er hat mich geschlagen und, und er schlägt dich auch immer regelmäßig. Eines anderes Tages, es war wieder abends, kam der Luca wieder zu Mama, zur Emma und sagte: Mama, was war letzte Nacht los? Ähm, Mama, Warum ist dein Auge so blau? Mama, hat, hat Papa dich wiedergeschlagen? Luca fing an, seinen Vater Michael zu verabscheuen. Eines Abends hörte Michael, der Ehemann, der Vater, wie sein Sohn zu seiner Mutter sagte, Mama, ich hasse Papa so sehr. Ich will nie wieder was mit ihm zu tun haben. Ich, ich hasse ihn. Ich will ihn nie wieder sehen. Michael ging dann nicht mehr zur Arbeit. Er, er ging an diesem Abend auch gar nicht mehr ins Bett. Er saß nur noch auf diesem Stuhl. Er dachte daran, wie er sich von Gott entfernt hat. Und er wippte hin und her. Er überlegte, was hat er seiner Frau angetan und seinem Sohn? Wie hat er sie behandelt? Und dieser Jezorn, diese Wut, die ihn zerfraß. Diese körperliche Gewalt, die psychische Gewalt, die er immer wieder weitergab. Nicht nur an seine Arbeitskollegen, viel schlimmer noch an seine eigene Familie. Und Michael, er war da, und er merkte, er braucht Kraft, er braucht Veränderung. Es geht nicht mehr so weiter. Und in diesem Moment ging er von seinem Stuhl auf die Erde, auf die Knie und sagte, Herr Jesus, ich kenne dich eigentlich gar nicht. Aber, aber ich habe es immer ohne dich probiert, aber ich, ich brauche dich. Herr Jesus, komm doch in mein Leben. Gib mir doch Kraft, dass ich meine Wut beherrschen kann, dass ich meine Frau lieben kann und meinen Sohn mit Respekt, Anerkennung und Wertschätzung behandle dass ich einfach ein, ein liebevoller Ehemann und Vater bin, dass ich meine mein Sohn und meine Frau auf meinen Händen trage und immer für sie da bin und nie wieder ausflippe. In diesem Moment, als dort der Ehemann, der Vater, als Michael auf den Knien war, kam ein göttlicher Friede in sein Leben, eine Freude, eine Erfüllung. In diesem Moment war hier der Michael nicht perfekt, er war nicht vollkommen, aber er hatte ja gesagt zu Jesus Christus, zu dem Weg des Heiligen Geistes. Er hat um Vergebung gebeten. Und er hat Frieden mit Gott gefunden. Und von diesem Tag an merkte Michael, wie der Heilige Geist ihm Kraft gab, ein Tag nach dem anderen immer besser zu werden und liebevoller zu werden zu seinen Arbeitskollegen, aber vielmehr auch zu seiner Frau und zu seinem Sohn. Und irgendwann kehrte das Familienglück wieder zurück. Er, Michael, erfuhr die Gewissheit der Erlösung. Er hatte ja gesagt. Er hatte das Klopfen gehört an seiner Herzenstür. Jesus klopfte heute an deiner Tür. Er sagt, in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und die Tür öffnest, so werde ich zu dir hineingehen und das Malen mit dir essen und du mit mir. Heute klopft der Heilige Geist in deine Herzenstür. Er löst auch noch heute Probleme. Er führt dich heute zur Reue und zur Umkehr. Er hilft auch, die heute Sünden zu bekennen und Vergebung zu bitten. Er ist immer noch heute der Herr, der dein Leben verändert. Er wirkt auch noch heute Wunder. Hast du heute hier und jetzt die Stimme des Heiligen Geistes gehört? Vielleicht. Vernimmst du sie auch jetzt gerade? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was mit seinem Willen nicht übereinstimmt? Ich spreche heute zu drei Gruppen von Menschen. Gruppe Nummer eins. Es gibt heute Menschen, und vielleicht bist du so ein Mensch, die ein verborgenes Problem in ihrem Leben haben: eine Sünde, eine, eine versteckte. Und du liebst die Sünde mehr als Jesus Christus. Bist du heute bereit zu sagen, ja, ich möchte auf die Stimme des Heiligen Geistes hören? Willst du diese Sünde jetzt zu Jesus bringen? Tu das im Gebet gleich hier und jetzt sofort. Oder die zweite Menschengruppe, du, naja, du hast neue Wahrheiten aus dem Wort Gottes kennengelernt. Vielleicht die Wahrheit über den Sabbat, über die Übrigen, über die Wiederkunft Jesu, was es auch ist, über Alkohol, über Zehnten, über die Sexualität. Es sind so viele Dinge die du vielleicht erkannt hast, aber es gibt eine Sache, die du einfach noch nicht auslebst, weil dir die Kraft fehlt und weil du denkst, wenn du zum Beispiel am Sabbat treu bist, deinen Job verlierst, sage heute Ja zu Jesus Christus und zu seiner biblischen Wahrheit. Halte den Sabbat, wenn es diese Sache ist. Halte diese biblische Wahrheit und sage Ja. Jetzt noch zu der dritten Gruppe von Menschen. Vielleicht hast du dich von Jesus Christus entfernt Vielleicht bist du auf der Suche. Vielleicht hast du auch noch nie wirklich Ja zu ihm gesagt. Sage aber heute bewusst Ja zu ihm. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, dann ruft dich Jesus in diesem Moment und er sagt: Lass dich auf mich ein. Ich möchte dich heiraten. Und eine Taufe ist nichts anderes, als Ja zu Jesus zu sagen, öffentlich vor der ganzen Welt. Vielleicht bist du noch nicht getauft. Dann und du spürst, dass der Heilige Geist dich jetzt anruft und jetzt sagt: Lass dich taufen. Dann hör auf die Stimme. Sag Ja zu ihm. Vielleicht hast du mit Jesus gelebt, bist aus der Gemeinschaft der gläubigen Menschen ausgetreten, für viele Jahre hast du in, hast in großer Sünde gelebt und vielleicht sollst du wieder getauft werden. Dann sag auch ja, als Jesus sagt ja zu der Taufe. Egal, wie auch immer du heute bist. Du hast eine verborgene Sünde in deinem Leben, dir fehlt die Kraft, die biblische Wahrheit auszuleben oder du hast dich von Jesus entfernt oder du bist kurz vor der Entscheidung, nochmal ja zu sagen zu Jesus. Da geht es um das Thema Wiedertaufe oder Taufe. Sag ja zu Jesus. Komm jetzt im Gebet zu Jesus Christus. Wollen wir das gemeinsam tun? Beten wir zusammen. Herr, danke, dass der Heilige Geist heute zu uns geredet hat. Auch hier und jetzt. Wir möchten gerne eine neue Entscheidung für dich treffen. Wir möchten gerne umkehren. Wir möchten gerne diese eine Sache, die uns trennt, dir geben in diesem Moment. Wir wollen gerne der ganzen biblischen Wahrheit folgen. Wir wollen gerne Ja zu dir sagen. Vielleicht auch Ja, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, zur Taufe, zur Wiedertaufe. Hab Dank dafür, dass du uns die Kraft gibst und du das gute Werk in uns vollbringen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Es geht weiter mit Zukunft Erde. Das nächste Thema und für mich einer der unglaublichsten, der größten, der spannendsten Themen, das ist das Thema Neuanfang. Wir sehen uns, alles Gute, Gottes Segen, es geht um das Thema, wie kann ich neu starten mit Jesus Christus, wie kann ich neu geboren werden, wie kann ich tatsächlich ewiges Leben haben. Komm und sei dabei, ich freue mich auf dich. Bis bald.